So, herzlich willkommen zum Video. In diesem Video geht es mal um das Thema hinreichend sowie nötig oder notwendig für. Na, das für bezieht sich hierbei auf hinreichend sowie notwendig. Ne? Und zwar haben wir das ja gerade bei einer Implikation. Ich mache hier mal ein Beispiel. Wir haben also hier beispielsweise zwei Aussagen. Ne? Also A und B sind Aussagen. So, und wir haben unsere Implikation. Also aus A folgt B. Gerade unsere Wahrheitstabelle schnell aufstellen. So, in diesem Fall wäre die Implikation in dem Fall hier, wäre die Implikation ja wahr. In dem Fall hier wäre sie falsch. In den anderen beiden Fällen hier wäre sie wahr. Jetzt heißt es aber gerade bei dieser Implikation, aber auch bei der Äquivalenz werden wir gleich noch sehen, dass zum Beispiel die eine Bedingung bzw. die eine Aussage zum Beispiel hinreichend ist für die andere. Als Beispiel machen wir es mal so. Wir haben jetzt hier A und daraus folgt B. Dann sagt man hier, A sei hinreichend. Die Aussage A sei also hinreichend für die Aussage B. Und die Aussage B umgekehrt ist notwendig für A. Das heißt also, B ist notwendig. Notwendig für A und A umgekehrt ist hinreichend. Ne? A ist hinreichend für B. Worauf bezieht sich das Ganze? Ne? Machen wir mal ein einfaches Beispiel. Ne? Ein Beispiel, welches gerade im Allgemeinen hier gerne herangeführt wird. Da gibt es zum Beispiel zwei verschiedene. Wir könnten zum Beispiel sagen, A. Die Aussage A, zum Beispiel, man wirft, ne, Stein durch Fenster. Ne? Werfe Stein durch Fenster. Als Beispiel. Ne? So, oder Stein durch Fenster geworfen. So, diese Aussage kann jetzt wahr sein, sie kann falsch sein. Wenn sie wahr ist, habe ich tatsächlich einen Stein durchs Fenster geworfen. Wenn sie falsch ist, habe ich keinen Stein durchs Fenster geworfen. Ne? Also das schreiben wir anders. Stein durch Fenster. Kürze ich einfach ab. Ne? B, Fenster geht kaputt. Ne? Fenster kaputt. Stein durch Fenster, Fenster kaputt. Ne? So, das bedeutet also, in diesem Fall, na, kann man dann auch sagen, damit das Fenster kaputt geht, ist es hinreichend, damit dass ein Stein dadurch geflogen ist. Ne? Also wir stellen uns hier unser Fensterchen vor. So, der Stein fliegt jetzt da durch. Ne? Die Folge ist natürlich, Fenster geht kaputt. Ne? Das bedeutet, damit dieses Fenster kaputt geht, ist es hinreichend, dass ein Stein durchgeflogen ist. Okay, das könnte man daraus folgern. Ne? Es geht hier immer darum, was man daraus folgern kann, auch darf man auch nicht vergessen. Das heißt also, als Beispiel stellen Sie sich vor, Sie sehen eine kaputte Fensterscheibe. Ne? Da ist ein Loch drin. So, jetzt könnten Sie folgern, okay, da könnte jetzt ein Stein durchgeflogen sein. Deshalb ist sie kaputt. Ne? Damit haben Sie aber noch lange nicht bewiesen, dass da wirklich ein Stein durchgeflogen ist, weil es könnte ja genauso gut möglich sein, dass das Fenster aus irgendwelchen anderen Gründen kaputt gegangen ist. Es hat ein Erdbeben gegeben. Vielleicht hat auch jemand dagegen geschlagen. Ne? Sind alles Möglichkeiten. Ne? Dann, das heißt also, nur weil das Fenster kaputt ist, also nur weil die Aussage B wahr ist, ne? Man schreibt da gerne sowas hier, zum Beispiel DB wäre wahr, ne? Muss das noch lange nicht bedeuten, dass da tatsächlich ein Stein durchgeworfen ist. Aus diesem Grund sagt man in diesem Fall, dass A hinreichend ist. Das heißt also, wenn A zutrifft, na, dann ist das Fenster hier tatsächlich kaputt. Aber es muss nicht unbedingt A zutreffen. Ne? Es muss auch nicht unbedingt ein Stein da durchgeflogen sein.
Umgekehrt, ne, ist die Aussage allerdings, die Aussage B hier, ne, ist allerdings in diesem Fall notwendig dafür, dass ein Stein da durchfliegt. Ne. Das heißt also, wenn ich einen Stein durch das Fenster hier durchwerfe, ne, dann ist natürlich klar, Fenster geht kaputt, anders geht es nicht. Ne. So, das heißt also, die Aussage B, ne, ist also notwendig dafür, dass ein Stein da durchgeflogen ist. Ne. Ich kann nicht einen Stein durch ein Fenster werfen und das Fenster geht dabei nicht zu Bruch, ne, sondern es wird irgendwie Schaden nehmen. Ne. Es wird also kaputt gehen. Aus diesem Grund, wie gesagt, spricht man hier von hinreichend und notwendig. Ein anderes Beispiel, was man hier heranziehen kann. Zum Beispiel, so ein Beispiel findet sich zum Beispiel auch bei Wikipedia. Da wird folgendes Beispiel herangezogen. Beispielsweise die Straßenreinigung war aktiv. Straßenreinigung, schreiben wir mal hin, Straßenreinigung war aktiv. Ja. Dies kann wahr sein, es kann aber auch falsch sein. Also es kann auch nicht sein, dass die Straßenreinigung eben nicht aktiv war. Und daraus folgt die Aussage, Straße ist nass. Ja. Ist nass. Ja. So, das kann auch wieder wahr sein, das kann aber auch falsch sein. Ja. In dem Fall ist es auch hier so gegeben, A ist in diesem Fall notwendig. Ach, nicht Quatsch, Entschuldigung, ist hinreichend. Entschuldigung, ist hinreichend für B. Ja, das heißt also, wenn jetzt tatsächlich die Straßenreinigung über die Straße gefahren ist, hat diese gereinigt, dann ist die Straße natürlich nass. Ja. Allerdings muss das nicht unbedingt der Fall sein. Das heißt also, ich kann nicht hingehen und sagen, okay, ich sehe eine Straße, die Straße ist nass und kann damit dann beweisen bzw. herleiten, dass da die Straßenreinigung drüber gefahren ist, weil es kann ja genauso gut möglich sein, dass nicht die Straßenreinigung der Übeltäter war, dass die Straßen nass ist, sondern es kann möglich sein, dass es vielleicht geregnet hat. Ne? Und dass deshalb die Straße nass ist, aus diesem Grund ist A dann in diesem Fall hinreichend. Ne? Umgekehrt ist die Aussage B, die Straße ist nass, ist notwendig, ne, für die Aussage A. Denn nur wenn die Straße nass wird, ne, kann auch hier tatsächlich eine Straßenreinigung durchfahren. Es kann nicht möglich sein, dass die Straßenreinigung darüber fährt, reinigt die Straße und die Straße ist nicht nass. Ne? So, aus diesem Grund sagt man hier hinreichend und einmal notwendig. Umgekehrt bei der Äquivalenz, ne, können wir auch mal gerade deutlich machen, wir haben das Ganze in der Wahrheitstabelle. A Doppelfall B, ne, mache ich jetzt mal anders, falsch, wahr. Die Reihenfolge ist hier im Übrigen egal. Ne? Die Hauptsache, man kann das entsprechend zuordnen. Falsch, wahr, wahr. In diesem Fall ist sie wahr. Also wenn beide Aussagen den gleichen Wahrheitswert haben, sind die immer wahr. Der Äquivalenz können Sie sich vorstellen wie so eine Art Gleichheitszeichen für Aussagen. Ne? Das ist jetzt unsere Äquivalenz. Ne? Es kommt also hier auf diese Spalte für unsere Betrachtung hier an. Das bedeutet in diesem Fall, ich mache es mal hier ein bisschen größer, A, genau dann, wenn B. Man sagt dann, A ist notwendig und hinreichend gleichzeitig. Ne? Also notwendig und hinreichend. Und umgekehrt gilt das Ganze auch für B. Ne? Das heißt also, B ist notwendig und hinreichend eben für die Aussage A. So, dass wir hier nicht nur ein allgemeines Beispiel haben, sondern auch mal was aus der Mathematik. Nehmen wir mal eine induktive Menge. Induktive Mengen. Da gibt es die Definition. Einmal sind Axiome im Prinzip auch, und zwar die leere Menge muss Element sein, der Menge m. Sei m eine Menge, müssen wir vorher konstatieren. Also m ist eine Menge und soll induktiv sein, ne? Sagen wir hier schon aus. Dann gilt, dass die leere Menge Element der Menge m ist. Und zweitens, es muss gelten,
dass wenn x Element aus M ist, daraus folgt, dass dann auch x' Element von M ist. Wohlgemerkt x, ne? X ist Menge. Na, das ist also, wir betrachten, M ist also im Prinzip ein Mengensystem oder eine Mengenfamilie. Ein Mengensystem ist eine Menge, die Mengen enthält. Ne? Genauso auch wie eine Mengenfamilie. Das ist eine Menge, die Mengen enthält. Dieses x' ist im Übrigen folgendermaßen definiert. Schreibe ich mal hier hin. Es ist so definiert, dass man hier sagt, x vereinigt mit entsprechend der Menge, die x wiederum enthält. So, und hier kann ich jetzt folgende komplexere Aussage aufstellen. Ich kann sagen, okay, wenn die leere Menge Element von M ist und, eine Spitze bedeutet und des Weiteren x Element von M ist und daraus folgt, dass entsprechend x' Element von M ist, na, genau dann gilt M induktiv. Also genau dann ist M induktiv. Na, das bedeutet im Klartext, wir betrachten also jetzt hier diese Aussage. Ich mache es mal rot. Das bedeutet also, wenn die leere Menge Element von M ist und es gilt auch noch zuzüglich, wenn x Element von M ist, folgt daraus, dass x', also ein Nachfolger ebenfalls in M gegeben ist, genau dann, wenn diese Aussage hier gilt, also hier die Aussage A, dann gilt auch die Aussage B. In dem Fall ist B notwendig und hinreichend für A und A notwendig und hinreichend für B. M kann nämlich nur induktiv sein, wenn das hier gilt. Anders geht es nicht. Na? Und umgekehrt, na, wenn A gilt, na, so ist automatisch auch M. Beziehungsweise wenn diese Aussage hier gilt, diese komplexe, dann ist automatisch M auch induktiv. Anders geht es nicht. Das wäre also ein solches Beispiel, wie hier verwendet wird, hinreichend und notwendig. Das hört man nämlich auch hier oft in dem Zusammenspiel mit der Implikation und mit der Äquivalenz. Man sagt auch hier gelegentlich bei der Implikation die Ambivalenz. Gibt es auch die Bezeichnung, gibt es verschiedene. Das wäre also das. Ne? Im Übrigen, was ich hier noch gerade zeigen wollte, wir sehen ja hier bei der Äquivalenz einen Doppelfall. Das mache ich gerade nochmal hier hin. Und zwar kann man ja hier sagen, A, Doppelfall, also Äquivalenz ist B. Das ist äquivalent im Übrigen, dann verwenden wir auch wieder diese Äquivalenz, das ist äquivalent zu aus A folgt B und aus B umgekehrt folgt wiederum A. Das ist also im Prinzip nichts anderes als eine Implikation in beide Richtungen. So können Sie sich das hier vereinfacht vorstellen. Und das hier im Übrigen, das jetzt, oder ich hätte es besser in einer anderen Farbe machen sollen, also diese Aussage jetzt hier, die ich grün mache, die ist immer wahr. Man sagt hier dazu, das ist eine Tautologie. Tautologie. Haben wir auch schon bewiesen. Ja, das heißt also, diese Schreibweise hier ist äquivalent mit dieser Schreibweise. Sie könnten also beispielsweise diese Aussage ersetzen durch diese. Das ist möglich. Okay. Video ist jetzt an dieser Stelle zu Ende. Ich bedanke mich recht freundlich fürs Zuschauen. Wenn Sie Fragen zum Thema haben, können Sie die Fragen natürlich wie immer gerne über das Kommentarfeld stellen oder aber auch direkt per E-Mail. Auf Facebook finden Sie mich im Übrigen ebenfalls. Ich würde mich doch über ein Abonnement freuen und bedanke mich recht freundlich fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank.